Make-up-Tutorial. Ich habe letztes Jahr schon eins hochgeladen, das war ein Paloten-inspiriertes Make-up. Das werde ich vielleicht hier ganz kurz einblenden. Ja, der kennt auf jeden Fall den Charakter und ich werde so ein bisschen schauen, was ich machen kann mit Latex, Wasserfarbe, Gesichtsschminke, Theaterschminke, drum und dran. Und wie das Ganze aussieht, weiß ich bis jetzt tatsächlich noch gar nicht, weil ich mir noch gar nicht Gedanken drum gemacht habe. Bevor jetzt aber mal irgendjemand einen Schreck bekommt, ich trage Kontaktlinsen und ich bin nicht geschminkt, deswegen sehe ich wahrscheinlich so komisch aus. Und meine Haare müsste ich auch mal wieder machen, aber das ist egal. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich schaue, was ich daraus mache. Zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob irgendwas funktionieren wird, aber ja, viel Spaß. Ja, also ich habe mir überlegt, dass ich eine Gesichtshälfte zu Schmaluten ummalen möchte und hier so zum Aufmachen irgendwie. Irgendwie habe ich mir was überlegt. Und deswegen fange ich jetzt erstmal an, das Ganze vorzumalen. Das könnt ihr natürlich machen mit was ihr möchtet. Ich mache es immer mit Lidschatten. Vielleicht nicht mit Edding. Nicht mit Edding. Und zwar mache ich hier erstmal überall Vaseline hin, bevor ihr mit Latex arbeitet, weil sonst reißt ihr alle Haare raus, die ihr irgendwo im Gesicht habt. Und ich kann euch sagen, das ist sehr schmerzhaft. Also erstmal Vaseline nehmen und hier den Bereich, in dem ihr mit dem Latex arbeitet. Also ich habe jetzt hier so ganz normale Papier-Taschentücher und mein Liquid Latex. Das kriegt man auf Amazon. Überall müsst ihr einfach nach Liquid Latex gucken. Holt euch eine kleine Flasche, falls ihr damit arbeiten wollt, weil davon ist nicht mal die Hälfte nach einem Jahr benutzt worden, nach 6 oder 7 Make-up-Looks. Und das läuft nach einem Jahr ab. Das ist irgendwie sehr fest. Nee, alles gut. Okay. So, ich mache das jetzt so, dass ich mir das in so kleine Streifen nehme und das hier so drauf setze, damit es so ein bisschen dicker wird. Und dann mache ich noch eine dünnere Schicht drüber. Ist zumindest erstmal so geplant. Ich mache jetzt weiter und zwar fange ich an, diese Gesichtshälfte hier orange anzumalen. Ich benutze einfach ganz normale Wasserfarbe. Ihr könnt natürlich auch Faschingsfarbe, Theaterschminke, alles mögliche benutzen. Ich versuche aber erstmal mit so haustypischen Produkten zu arbeiten. Halt so Wasserfarbe hat ja wohl haben mehr Leute zu Hause als irgendwas anderes. Aber was ich als nächstes mache, sind die Augenbrauen. Die sind ja bei Paluten Skin sehr dunkel, also eigentlich nur so 2 schwarze Balken und das werde ich jetzt einfach mit meinem Eyeliner auch machen. Und generell beschäftige ich mich jetzt erstmal mit der Gesichtshälfte und dann mit der anderen. Okay, also manche Stellen sind in meinem Gesicht noch nicht ganz getrocknet, deswegen glänzt es so ultra. Ich bin noch nicht so zufrieden, wie ich sein sollte. Aber egal. So, jetzt kommen wir zu der Stelle, an dem ich von der Seite des Gesichts das Latex lösen werde. So bis zur Hälfte, dass man das so hochschieben kann. Das könnte je nachdem jetzt unangenehm werden, wenn ich nicht genug Vaseline aufgetragen habe. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, es wird unangenehm, scheiße. Also Kinder, ganz viel Vaseline auftragen. Bitte passt bei dem Schritt vor allem auf, falls es überhaupt irgendjemand nachmacht. Ja. Ich benutze jetzt ein bisschen roten Lidschatten und mache mein Auge ein bisschen ekliger in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ey, diese
Wieso? Weißt du noch, wie ich so geredet hab? Oh Mann, Julia! Ich glaube, ich krieg keine Luft mehr! War die Ehe erst komplett in Schwarz vor mit dem Eyeliner, glaube ich. Ist vielleicht einfacher. Also. Ich arbeite jetzt noch mit Fake Blut. Das riecht nach Alkohol. Warte, jetzt will ich auch was. Alkohol, was? Das riecht irgendwie nach Kirschlikör oder so. Find ich. Oder? Ja. Okay, dann gib das mal drücken. Jojo. Also, ich bin jetzt mit dem Look soweit. Fertig und zufrieden. Ich ziehe jetzt meine Sachen fürs Cosplay an und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Und ja, da gibt es noch ein paar Close-Ups und dann. Das ist mein fertiges Maluten-Make-up. Schmaluten-Tutorial. Whatever. Ich habe die Perücke extra so ein bisschen messy gelassen, weil ich es ganz cool finde. Und ja, ihr könnt ja mal gerne sagen, was ihr davon haltet. Ich werde wahrscheinlich einiges noch daran verändern, so ein bisschen mehr Blut oder I don't know, mal sehen, was es da noch so zu tun gibt. Falls es Paluten sehen sollte, hi. Und das war's vom Video. Ihr könnt gerne unsere anderen Videos mal auschecken. Lasst gerne einen Kommi oder ein Like da oder sonst was oder abonniert, wenn ihr noch kein Teil von Akiokos seid, von der Familie Akiokos, von unserer Community. Und ja, das war's. Noch einen schönen Tag und Happy Halloween!